Einen wunderschönen guten Abend zum Journal am Mittwoch. Ja, wie schon in der vergangenen Woche ist auch heute wieder die B31 Top-Thema bei unserer regionalen Ostbahn um den Abschnitt Immenstadt bis Meersburg. Und außerdem haben wir noch diese Themen für Sie. Markenbildung. Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg will sich neu definieren. Außerdem Wohnungsnot, wie ein neues Konzept unterschiedliche Menschen in Tettnang zusammenbringen soll. Und Haarschnitt. Schülerinnen spenden ihre Haare für einen guten Zweck. Und last but not least Sonnenschein. Kai Zorn aus der Wetterredaktion mit den schönsten Aussichten für die nächsten Tage. Die B31 neu erhitzt die Gemüter in der Region. Gestern Abend hatte das Regierungspräsidium Tübingen zu einem Infoabend in die Stadthalle Markdorf eingeladen. Dabei ging es nur um den Streckenabschnitt zwischen Immenstadt und Meersburg. Zu den aktuellen Trassenvorschlägen wurde ein Umweltgutachten vorgelegt. Die Halle war rappelvoll und wir waren für sie mittendrin. Wenn es um die B31 neu geht, hat jeder eine Meinung. Zumindest hier. Denn in der Stadthalle Markdorf wollen weit mehr als 600 interessierte Bürger wissen, wie der Stand der Dinge ist. Das Regierungspräsidium Tübingen hatte eingeladen und stellt die verbleibenden Trassenoptionen der neuen Bundesstraße vor. Drei Hauptvarianten mit zwei Unteroptionen und neun Kombinationsmöglichkeiten. Da wäre Variante A, eine Ausbaulösung der bestehenden B31, mit geplanten Lärmschutzmaßnahmen ab Immenstadt. Um Hagenau herum soll dann ein Tunnel führen. Lösung B führt durch die Mitte und das Hinterland, nördlich an Kippenhausen vorbei, auch durch einen Tunnel, und dann südlich des Weingartenwalds entlang. Danach teilt sich die Trasse B in eine nördliche oder südliche Variante um Stetten herum. Trasse C ist die nördlichste Variante. Sie verläuft entweder über eine neue Route nördlich von Immenstadt, am weitesten ins Hinterland und dann nördlich am Weingartenwald und südlich an Ittendorf vorbei. Eine andere Option fängt auf der bestehenden B31 an und zieht sich dann durch den Norden von Immenstadt. Genauso wie bei der Variante B wird auch bei der C-Trasse Stetten entweder nördlich oder südlich umfahren. Um das zu verstehen, muss mancher auch mal genauer hingucken. Die Anhänger der unterschiedlichen Trassen geben auf jeden Fall alles, um die Bürger von ihrer Variante zu überzeugen. Und wieder andere kommen mit neuen, alten Vorschlägen um die Ecke. Doch die meisten Anhänger bewegen sich im Rahmen des Möglichen. Die am See entlang fährt. Ausbau statt Neubau? Ja, ich habe einen klaren Favorit, C11. Ja, den Ausbau von der alten Straße, klar. Warum? Weil es weniger Flächenversiegelung ist neue und sonst hat man zwei aktive Straßen, so ist es nur eine. Die Vorschläge liegen nun auf dem Tisch. Laut Gutachten verträglich mit der Umwelt und entlastend für den Verkehr. Bis Ende des Jahres will sich das Regierungspräsidium für eine Variante entscheiden. Für die eine Trasse spricht vielleicht das mehr, das andere weniger, aber es ist noch keine Festlegung. Wir gehen jetzt mit diesen Trassen, Trassenbündel, die wir heute vorstellen, in die weiteren Untersuchungen und dann werden wir sehen, was daraus gemacht wird. In der zweiten Phase kommt es dann auf wieder andere Dinge an, wie der Gutachter erklärt. Wo liegt die Trasse? Wie breit ist sie? Wie tief liegt sie? Wie sind die Verkehrsbelastungen darauf? Wie sieht es mit dem Lärm aus, beidseits der Trasse und im Straßennetz, mit der Luftschadstoffbelastung? Zum Teil werden geohydrologische Untersuchungen gemacht oder geologische, weil man zum Beispiel wissen muss, wie tief kann man Untergrund, stößt man auf Grundwasser irgendwo, kann man einen Tunnel bauen, ja oder nein? Am Ende soll dann der Bauplan feststehen und den Bürgern vorgestellt werden. Da jedoch keine der möglichen Varianten konfliktfrei ist, rechnet das Regierungspräsidium in jedem Fall mit Klagen. In einem Planfeststellungsverfahren, das ist ja das Ziel eines Planfeststellungsverfahrens, dass jeder sich dazu noch äußern kann. Und wenn er dann nicht zum Zuge kommt, weil die Planfeststellungsbehörde das abwägt oder wegwägt, dann hat die Petentin immer die Möglichkeit, den Rechtsweg, den Verwaltungsgerichtsweg einzuschlagen. Zunächst aber werden die vorgeschlagenen Varianten näher untersucht. Bis Ende März will das Regierungspräsidium dann neue Ergebnisse haben, bevor es weitergeht mit dem nächsten Schritt, der Risikoermittlung. Und sobald es neue Ergebnisse bei der Planung der Bundesstraße gibt, erfahren Sie es natürlich hier bei uns im Journal. Wir kommen zu den Kurznachrichten. Bei einem Brand in einem Gasthaus in Oberteuringen-Hefigkofen im Bodenseekreis sind die Einsatzkräfte bis heute Morgen im Einsatz gewesen. Ein Küchenbrand konnte zwar vom Eigentümer selbst gelöscht werden, aber das Feuer breitete sich, vermutlich durch den Schacht des Dunstabzugs, auch in die oberen Geschosse aus.
Im Umfeld des Hauses kam es daraufhin zu Stromausfällen. Auf der B33 gab es durch den Brand erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Mehr als 120 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache steht noch nicht fest. Chaos nach Brand. In einer Gaststätte in Oberteuringen, Hevigkofen, ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Der Eigentümer versuchte noch zu löschen. Er konnte aber nicht verhindern, dass sich die Flammen über die Dunstabzugshaube in die oberen Stockwerke ausbreiteten. Dort richteten sie laut Polizei einen Sachschaden von etwa 500.000 Euro an. Bis weit in den nächsten Morgen hinein waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Stundenlang fiel in der Nachbarschaft der Strom aus. Auf den umliegenden Straßen kam es zu starken Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Das Urteil im sogenannten Hoskircher Mordsfall ist rechtskräftig. Das teilte das Landgericht Ravensburg am Mittwochvormittag mit. Der Angeklagte wurde am 23. Juli wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, hatte aber gegen das Urteil Revision eingelegt. Mit Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 9. Februar wurde die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen. Nach Auffassung des Gerichts hat der 36-jährige Angeklagte seine Frau im gemeinsamen Haus erstickt und anschließend einen Autounfall vorgetäuscht. Busfahrer streiken. Noch rollen die Räder. Am Donnerstag soll es am Tuttlinger zentralen Omnibusbahnhof aber zum Stillstand kommen. Das will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Sie hat die Fahrer aus dem privaten Omnibusgewerbe zum ganztägigen Streik aufgerufen. Betroffen ist davon vor allem die Firma Klink. Von den 45 Fahrern haben mehr als 30 angekündigt, nicht arbeiten zu wollen. Es wird im Stadtgebiet und im Umland vermehrt zu Fahrtausfällen kommen. Die Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen sind bekannt für eine starke Wirtschaft, für Sicherheit und natürlich auch für schöne Landschaften. Aber reicht das, um junge Fachkräfte anzulocken und auch solche hier zu halten? Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg ist sich da nicht so sicher. Und deswegen versucht sie, zusammen mit Partnern aus der Region, eine neue Marke zu entwickeln. Franziska Ehrenfeld berichtet aus der Kulturfabrik Kesselhaus in Trossingen. Drei Landkreise sollen einen einheitlichen, modernen Anstrich bekommen. Gar nicht so einfach, sagt Dorothee Eisenlohr, die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung. Die Menschen aus den unterschiedlichen Mittelzentren orientieren sich auch in andere Richtungen, Richtung Bodensee, Richtung Schwarzwald. Und jetzt wird die Herausforderung halt sein, da wirklich das Gemeinsame zu finden und eine Regionsmarke zu generieren, mit der sich alle identifizieren können, sodass dann die Leute von hier die besten Botschafter der Marke werden. Damit das klappt, sollen Vertreter unter anderem von Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Politik und Tourismus Merkmale der Region erarbeiten. Dabei geht es nicht nur um den Ist-Zustand, sondern vor allem um Perspektiven für die Zukunft. Marketing-Expertin Caroline Deberling hat den Workshop angeleitet. Das Ergebnis? Man hat relativ schnell gemerkt, auch explizit bei dem Thema Werte und der Werteerarbeitung, dass man heute sich auf einem sehr konservativen und doch eher sicheren und wertestabilen System bewegt und dass, wenn wir zukünftig junge Menschen in die Region locken wollen und hier halten wollen, doch ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Lebensfreude und Kreativität mit einfließen lassen müssen. Aber zum Beispiel auch die Erfahrungen von einer Befragung an Berufsschulen werden die Markenbildung beeinflussen. Wir haben aber auch eine Online-Befragung noch laufen, an der man auch noch teilnehmen kann. Und dann wird daraus eine Positionierung geschrieben. Das heißt, wofür steht die Region? Welche Persönlichkeit ist die Region? Welche Signale will die Region senden? Und welches Versprechen möchte sie auch den Menschen abgeben, die hier schon wohnen oder die hierher kommen? Im Sommer will die Agentur dann ein neues Design für die Region entwickeln. Im Herbst geht es ans Kommunikationskonzept. Wir sind gespannt, wie sich die neue Region Schwarzwald-Baar-Heuberg A nennen und B positionieren wird. Das Ganze soll im Herbst abgeschlossen sein. Wer bei dem Prozess mithelfen möchte, der kann das auch bei einer Online-Befragung tun, und zwar unter der hier unten eingeblendeten Adresse. Wir kommen noch mal zu Kurznachrichten. Wenn Gratissocken plötzlich für Ärger sorgen. Eigentlich wollten die Stadtwerke Bad Saulgau nur ihren Kunden Danke sagen. In einem Gutscheinheft gab es deswegen unter anderem einen Gutschein für ein paar Socken. Bei einem lokalen Modegeschäft hatten die Stadtwerke 100 Sockenpaare bestellt. Erfahrungsgemäß eine Menge, die ausreichen sollte, dachten die Stadtwerke. Doch der Vorrat, der reichte gerade mal für eine Stunde, was bei Kunden rasch für Unmut sorgte. Einige ärgerten sich außerdem darüber, dass pro Person nur ein Gutschein eingelöst werden konnte. Und damit, wie gesagt, nochmal Kurznachrichten aus der Region. Sensationeller Fund bei Grabungen auf ehemaligem Gasthausgelände.
Auf der Suche nach Zeugnissen aus dem Mittelalter wurde stattdessen ein rund 3000 Jahre altes Urnengrab aus der Bronzezeit gefunden. Das Grab ist damit der älteste Siedlungsnachweis der Bad Saulgauer Altstadt. Das Grab stammt aus einer Zeit, in der es üblich war, die Verstorbenen mit ihrem Schmuck und anderen Beigaben zu verbrennen und die Überreste in Keramikgefäßen zu bestatten. Mit den archäologischen Untersuchungen wurde begonnen, nachdem das frühere Gasthauskreuz neben der Stadtpfarrkirche abgebrochen worden war. Auf dem Areal werden Eigentumswohnungen gebaut. Umbaupläne stehen. Der Stadtbahnhof Friedrichshafen soll in 2 Jahren saniert werden. Das teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage mit. Ziel ist es, dass der Bahnhof barrierefrei wird. Zurzeit kann nur ein Gleis per Aufzug erreicht werden. Experten des Eisenbahnbundesamts überprüfen derzeit die Pläne für den Umbau. Wenn sie keine Einwände haben, werden sie Genehmigung zum Start erteilen. Die Bahn plant neben den Aufzügen auch die Beleuchtung und die Lautsprecheranlage zu modernisieren. Außerdem soll die Unterführung aufgewertet werden. Seit 2009 steht fest, dass der Stadtbahnhof umgebaut werden soll. Bisher hat sich der Start immer weiter nach hinten verschoben. Während der Neubau für die stationäre Altenpflege am Seniorenzentrum in der Baumannstraße zügig voranschreitet und bis Herbst bezugsfertig sein soll, entsteht wenige hundert Meter entfernt ein neues Pflegeangebot der Vinzenz von Paul GmbH. Im westlichen Trakt des früheren Sonnenhof-Seniorenheims am Fenderweg in der Bergerhöhe gibt es im Erdgeschoss ab Juni 15 Plätze für eine eigenständige Tagespflege. Die beinhaltet neben Ruhezimmern auch einen großen Gemeinschaftsraum samt Küche mit Balkon und Blick in den Park. Mit der Tagespflege soll die Nachfrage nach ambulanten Angeboten für pflegebedürftige Menschen bedient und gleichzeitig deren Angehörige entlastet werden. Zu wenig Wohnraum und zu hohe Mieten. Wer heutzutage eine Wohnung sucht, der hat es wahrlich nicht leicht. Ein ganz neues Wohnkonzept wird derzeit in Tettnang umgesetzt. Wir haben bereits in unserem Magazin 47.9 darüber berichtet. In Tettnang soll es ab Oktober Mietwohnungen für jeden Geldbeutel geben, um Menschen zusammenzubringen, die sehr unterschiedlich sind. Anne Jeton war bei einem Richtfest des St. Anna Quartiers dabei und sie hat sich das Ganze für uns mal genauer angeschaut. Nun ist das Glas wohl ausgeleert. Und weiter für mich nichts mehr wert. Drum warf ich's zu Boden nieder. Zerbrochen braucht es keiner wieder. Die Häuser stehen, die Dächer sind gesetzt. Das St. Anna-Quartier in Tettnang hat Richtfest gefeiert. Es soll Mietwohnungen für jedes Einkommen geben. Die Hälfte der Wohnungen liegen deshalb unter dem Mietpreisspiegel. Außerdem können dort Menschen mit Behinderung in Wohngemeinschaften leben. Sie werden von Sozialarbeitern betreut. Der zentrale Gedanke? Menschen zusammenbringen. Ich denke, das ist toll, wenn wir jetzt dann auch eine ganz tolle Außenanlage haben. Wir haben jetzt die gerade in der Planung, da kommt jetzt zur Ausschreibung. Da nehmen wir richtig Geld eigentlich in die Hand. Aber ich denke, das ist wichtig, dass man das Umfeld auch von der Hardware sehr gut ausstattet. Für dieses Projekt arbeiten mehrere Institutionen zusammen. Unter anderem die katholische Kirche, die Stiftung Liebenau und die Stadt Tettnang. Innerhalb von einem Jahr wurden die knapp 130 Wohnungen aus dem Boden gestampft. Zentrum soll die Kapelle in der Mitte des Wohngebiets sein. Vor allem auf der großen Außenanlage sollen sich die Menschen begegnen. Und wenn wir es schaffen, dass wir wirklich hier dieses Netz zwischen den Menschen organisieren, strukturieren und aufbauen, dann ist das für mich ein Beispiel, wo ich sage, das wird Wohnen der Zukunft sein, wo völlig unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gehältern, mit unterschiedlichen sozialen Ebenen, wo wir das Thema Integration, Inklusion und verschiedene Menschen von Alleinerziehenden bis Menschen, die auch mehr verdienen, wenn wir es schaffen, die tatsächlich hier anzusiedeln und das tatsächlich für die zur Heimat werden lassen, dann ist es Quartier der Zukunft. Bis Oktober sollen die Wohnungen vollständig bezugsfertig sein. Man kann sich jederzeit als Mieter bewerben. Wenn infolge einer Chemotherapie die Haare ausgehen, leiden vor allem Frauen und Mädchen nicht nur an den körperlichen Auswirkungen der Therapie, sondern seelisch vor allem unter dem Verlust der Haare. In diesem Wissen haben sich 2 Jugendliche aus dem Kreis Sigmaringen zu einer ganz besonderen Spende entschlossen. Corinna Krüger und Laura Kais berichten. Diesmal ist der Weg zum Friseur für 2 junge Frauen aus dem Landkreis Sigmaringen etwas ganz Besonderes. Jahrelang haben Alina Haag und Jenny Witte ihre Haare wachsen lassen. Sie sind gesund, gepflegt und reichen ihnen weit den Rücken hinunter. Trotzdem wollen sich die beiden 17-Jährigen von ihrer Haarpracht trennen. Ihre dicken, geflochtenen Zöpfe wollen sie spenden, damit daraus Perücken für krebskranke Frauen geknüpft werden können, die ihre Haare verloren haben.
Also wir haben es im Internet gesehen und wir haben halt noch die kleine Schwester von einer Freundin, die hat auch Krebs. Und dann dachten wir uns, wir können unsere Haare spenden. Weil für Perücken eine Mindestlänge von 25 bis 30 Zentimeter ungefärbter Haare benötigt werden, haben die beiden nach dem Aufkommen der Idee noch 1,5 Jahre abgewartet. Mit der Schere ist die Mengener Friseurmeisterin Bianca Gebhardt dann ganz schnell. Vorher ging es eigentlich noch, aber als dann die Schere halt wirklich dann, wenn man das gehört hat, wie man den Zopf dann geschnitten hat, da war es dann schon so, hat man kurz so einen Herzaussetzer gekriegt und war dann schon ganz aufgeregt in dem Moment. Die Mädchen können ziemlich stolz auf sich sein. Sie haben sich Gedanken gemacht und geben ihre Haare her, damit eine kranke Frau sich ein wenig besser fühlt. Und die neuen Haarschnitte der beiden können sich natürlich auch sehen lassen. Die Haare abschneiden, um anderen damit zu helfen, ganz schön großzügig, finde ich, was die beiden Mädels da gemacht haben. Wir haben uns auf der Straße umgehört, wie wichtig den Menschen bei uns in der Region ihre Haare sind. Und könnten auch Sie sich vorstellen, Ihre Haare zu spenden? Die Party noch habe sie mir sehr wichtig. Manchmal sehr, manchmal überhaupt nicht. Je nachdem, ob ich was vorhabe oder nicht. Ich würde meine Haare zum Beispiel nie färben lassen. Ich bin ganz glücklich drüber, dass sie jetzt auch so grau geworden sind. Eigentlich gar nicht wichtig, weil ich sie auch kurz abrasiere manchmal. Sehr. Also mir ist eigentlich egal. Bei Männern ist das ja kein Problem. Ne? Bei mir sind sie wichtig, dass ich immer gut aussehe und dann gucke ich immer, dass meine Frisur aussitzt und fühle ich mich wohl. Und dann denke ich auch, dass die krebskranke Menschen dann halt auch ihre Haare brauchen, dass sie sich wohlfühlen. Eigentlich sehr wichtig, aber für so ein Projekt würde ich wahrscheinlich dasselbe tun. Also ich denke, für sowas kann man da auf jeden Fall verzichten. Ganz wichtig. Würden Sie Ihre Haare spenden für krebskranke Menschen? Ich bin selber ein krebskranker Mensch. Also von dem her ist die Frage eigentlich überflüssig, ja, natürlich. Für mein Enkelkind ja, für mein Urenkelkind auch, für meine Tochter aber ansonsten nicht. Ich habe sie vor Jahren selber auch schon gespendet, wo ich lange gehabt habe. Also bis hierher würde ich es schon machen, weil es wächst ja relativ schnell dann schon. Aber halt nicht Glatze, also das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Ja schon. Wenn ich so lange Haare hätte, würde ich sie spenden. Das finde ich grundsätzlich super. Aber ich würde mir dafür jetzt keine Kurzhaarschnitt machen lassen. Das glaube ich nicht. Ja. Im Augenblick nicht, weil ich gerade dabei bin, sie wachsen zu lassen. Außerdem bin ich selber krebskrank gewesen. Und ich weiß, dass man da nicht viel ausrichten kann, nur mit Haaren alleine zu spenden. Das war unsere Umfrage des Tages. Jetzt kommt noch der Kurzsport für die Region. Nach Ljubljana ist der VfB Friedrichshafen gereist, um dort am Donnerstagabend sein vorletztes Gruppenspiel in der laufenden Runde der Volleyball Champions League zu absolvieren. Mit 3 Niederlagen und 1 Sieg hat die Mannschaft von VfB-Cheftrainer Vital Hein so gut wie keine Chance mehr, die Playoff-Phase zu erreichen. Im Hinspiel Mitte November in der heimischen ZF-Arena besiegten die Hefler den slowenischen Vertreter der europäischen Königsklasse glatt in 3 Sätzen. Für den TSB Ravensburg wird die Lage in der Handball-Landesliga immer bedrohlicher. Beim VfL Kirchheim verloren die Rams mit 28:32. Der Abstieg in die Bezirksliga wird damit immer wahrscheinlicher. Die Rams bleiben Tabellenletzter. Nachdem in den vergangenen 3 Wochen die Leichtathletinnen der LG Tuttlingen-Friedingen mit 7 Medaillen aufgetrumpft haben, hat nun Moritz Eisold mit gleich 4 Medaillen an einem Tag für ein männliches Gegengewicht in der LG gesorgt. Bei den württembergischen U16-Hallenmeisterschaften in Ulm holte er sich den Titel im Weitsprung und fügte auch noch Silber im Hochsprung und Bronze mit der Kugel und dem Fünfersprung an. Sonne satt heute am Mittwoch und das soll sich auch laut Kai Zorn in den nächsten Tagen nicht ändern. Hier sind seine Aussichten im Detail. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei RegioTV. Wir haben es mit Hochdorit zu tun. Es liegt genau über Mitteleuropa und in einem breiten Strom saugt es die wärmstmögliche Luftmasse an, die es geben kann und wölbt sie dann über das Hoch hinweg und auf der anderen Seite über Osteuropa geht die kalte Luft weit nach Süden. Und da sich dieses Hoch in den nächsten Tagen ganz klammheimlich nach Osten verlagert, kommt diese warme Strömung zu uns und damit sind wir am oberen Ende dessen, was um diese Jahreszeit möglich ist. Und das bedeutet für Baden-Württemberg
viel, viel Sonnenschein. In den Frühstunden haben wir einige Nebelfelder, teils bleibt es dunstig, vor allen Dingen an der oberen Donau und wahrscheinlich auch mal am Rhein. Sonst sind wenige dünne, hohe Wolkenfelder unterwegs, die lösen sich auf, der große Rest hat strahlenden Sonnenschein. An der oberen Donau sind es um die 6 Grad, in den Niederungen und im Schwarzwald, abseits der Dunstschicht, wo die Luft glasklar ist und selbst die Alpen zum Greifen nahe, da sind es bis zu 12 Grad. Rund um den Bodensee hält sich auch so ein bisschen Dunst, ein bisschen klamme Luft. Nichtsdestotrotz geht es rauf auf 6 bis 7 Grad und die Wolken und Nebelreste werden sich auflösen. Und dann haben wir einfach nur Sonnenschein in den nächsten Tagen, von ein paar Nebelfeldern mal abgesehen. Die Temperaturen steigen sogar noch ein bisschen an und die Sonne glitzert auf dem Bodensee und im Hintergrund immer noch die verschneiten Alpen. Zu Wochenbeginn, da tauchen wahrscheinlich dann ein paar Wolken auf, die bleiben aber harmlos. Mit diesen tollen Aussichten entlasse ich Sie jetzt in den Abend und in die Nacht. Kommen Sie gut durch dieselbe und auch durch den morgigen Tag. Wir melden uns natürlich mit einer frischen Ausgabe des Journals morgen Abend am Donnerstag. Bis dahin, tschüss.